Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Suche nach den letzten zwei Spinnen, Mutterspinnen, was auch immer, damit wir dieses Siegel hier öffnen. Ja, und deshalb würde ich sagen, wir verlieren auch gar nicht viel Zeit, sonst glaube ich wahrscheinlich eh wieder 2 Minuten. Und wir starten direkt wieder rein mit Krieg, Darksiders und der Spinnenplage. Weiter geht's. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. So. Ah ja, hier hat's wieder. Ganz ehrlich, ihr könnt mich jetzt mal. Oh, okay, oder auch nicht. Da habe ich wohl 2, 3 durchgeschafft hier. Bug? Ach, die wollen wieder zurück? Oh, ist doch süß! Ist das süß, die wollen wieder zurück. Oh. Tja. Ich habe euch nicht eingeladen, Kollegen. Ihr wollt jetzt selbst da durch diese Tür. Ja, wie ist der? Türen, die man öffnet, muss man auch durchschreiten. Ob es euch passt oder nicht. Ein bisschen fließend ist ja schon. Wie gesagt, ich meine, mir ganz recht, ich krieg schon mehr Seelen, ich krieg ja auch eine schöne Energie, also Lebensenergie. Ach, so ein bisschen unnötig ist es ja doch. So, ich habe keine Ahnung, bin ich jetzt überhaupt richtig? Also, ich denke, ich muss wieder zurück. Also, eine Spinne, glaube ich, weiß ich auf jeden Fall noch. Die zweite, das könnte ein Problem werden. Sagen wir finden. Warum leckst du jetzt? Nicht nett! Ja, auch euch gebe ich die Chance. Lasst mich in Frieden, dann passiert euch auch nichts. Och, ein einzelner hat's. Oh. Das ist ja schon fast. Das ist ja schon richtig süß eigentlich. Okay. Und zwar müsste diese Spinne irgendwo. Ja, genau. Ah, hier ist sie doch. Ach, das war doch die ich mit der Truhe da runterbringen müsste, oder? Bring ich die nicht jetzt, die kann ich doch jetzt sicher auch mit der Kette hier runter holen. Ich versuch's mal. Ich gleich nochmal hier den Panzer abziehen, oder was das war. Oh, ich habe meine Chaosform, Get over here! Sie sind die Dinger ja schon ganz extrem. Wahnsinn. Okay, das sollte es hier auch gewesen sein. Zumindest mit der Spinne. Der Rest ist mir. Ach, ja, egal, sag mal. Oh, auch du hast was abbekommen schon von der Chaosform, dann. Warst du das schon? Nee, oder? Oh, tatsächlich. Das ging ja mal. Ja, das ging ja mal zügig. Ja, wenn man es weiß, dass man diesen Spinnen natürlich erst. Die Haut abziehen musst du, also den Panzer, die Haut, ja, wie das kann. Dann macht natürlich auch die Chaosgestalt gut Schaden, keine Frage. Die letzte Spinne könnte natürlich dann etwas nervig werden, denn. Ach ja, genau, okay. Ja, jetzt bin ich in dem Raum. Müsste ich eigentlich hier raus können, oder? Okay. Ach, und die letzte ist gleich hier dahinter, oder wie? Das müsste doch die. Ja, genau. Okay. Ja, das könnte jetzt tatsächlich etwas nervig werden, eben ohne Chaosgestalt. Das, sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Also manchmal, gerade so auf Treppen, merke ich gerade, funktioniert das eher suboptimal mit Krieg und... Sag mal... schlussendlich. Also wie gesagt, auf Treppen funktioniert das echt gar nicht so gut, dass man auf die Dinger tritt. Ach,
Karte. Achso, du kommst freiwillig, na gut, dann. Dankeschön. So, aber ich bin mir sicher, dass mir da auch noch was anderes begegnet. Jetzt, wenn ich das Vieh hier runterhole. Kann ich dich mit der Kette hier schon. Ups! So war das eigentlich nicht gedacht, ey. Oh, du bist aber. Kann es sein, dass du ein bisschen ein größeres Kaliber bist? Oder täusche ich mich gerade? Oh, ich hab gar keinen. Nein, nein! Boah! Das Ding ist so unglaublich aggressiv. Das ist so. Ja, jetzt lasse ich dich erstmal hier ein bisschen austoben. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Komm, Kätzchen, fahr deine Karte. Wow! Zuschlagen! Ah, hier B, genau, B. B, B, B. Dankeschön. So. Alright. Sehr schön. Ja, ich denke, ich werde die Kiste jetzt aber doch auch mitnehmen. Man weiß ja nie. Wäre nicht das erste Mal, dass hier zwei Kämpfe in Folge. Bist du Silitio? Warum greifst du mich nicht an? Wow! Okay! Wie greifst du mich aber doch an? No. Ja, weg, 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 weg! Einfach weg, weg, weg! Was du da bläufst? Boah, was für ein Wirkungskreis! Okay, das beeindruckt mich auch gar nicht. Sind hier irgendwo Kletterhaken oder gleich? Boah, dieser Wirkungskreis. Wie werfen wir mal? Aha. Ich glaube, das klingt hier gar nicht so. Au! Ja, ich hab's begriffen, du bist sauer. Du bist sauer und zwar. Nein, 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 nicht verstehen. Ich frage mich, ob man dieser Attacke überhaupt entgegenwirken kann. Aha! Au! Ja, okay! Okay! das versuchen wir doch gleich nochmal. Okay. Muss ich mir merken. Aber das kann eigentlich gar nicht Silito sein, weil die wurde jetzt nicht irgendwie angekündigt. Ist das irgendwie eingeblendet worden, Silito? Ich meine, von der Größe her, ja. Würde ich schon mal so sagen, ne? Auf jeden Fall. Aber der Rest.
geschossen. Ah, okay. Ich muss von der Seite. Alles gut. Au. Au. Lass den Scheiß. Nein, nicht schon wieder springen. Nein. Hör doch mal auf zu springen, du verdammtes Kackvieh. Weißt du was, du gehst mir? Oha. Ja, das war's doch schon wieder. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Oh, oh. Ja. Okay. 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 Raff ich jetzt echt nicht so ganz. Warum funktioniert das noch einmal? Muss ich dann mit dem Schwert. Mit dem Schwert muss ich Wuff kloppen. Mhm. Auf ein neues. Ein Versuch geht noch, würde ich sagen. Ja, es kann natürlich sein, dass dieser Remo-Handschuh dann diesen Kristallpanzer sprengt und dass es dann verletzlich wird. Aber das ist eigentlich auch nur eine Theorie. Boah, aber das kann ich dem echt nicht ausweichen. Also es wäre schon. Ah, oh, fuck! Ach, ganz ehrlich. Ja, das war's ja nicht wieder. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn die das offen hat. Nein! Ah, fuck! Ding rauf, der Rudel hat sich zu Ruhe. Ja. Liebe Leute, ich würde sagen, das versuchen wir beim nächsten Mal nochmal. Oder zweimal oder dreimal oder. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So ganz habe ich die Logik jetzt noch nicht. Also ja, erstmal bewerfen, dann mit dem Tremorhandschuh und dann muss ich noch etwas rumfriemeln, damit ich da vielleicht drauf komme. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß in diesem Part. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das jetzt wirklich Silita ist. Sinn würde es machen, aber gut, Videospiel und so. Ja, mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. So long. Ciao, ciao.